An der Weinstraße zwischen Landau und Neustadt liegt Hainfeld. Das Winzerdorf imponiert mit Häusern und Kunstwerken aus Renaissance und Barock. Ein sehr gut erhaltenes und restauriertes Haus von 1601. Der barockisierte Kirchturm von St. Barbara. Eine Kreuzigungsgruppe von 1726. Das Christusrelief an einem barocken Haus. Und der alte Laufbrunnen von 1591. Die Hainfelder haben es geschafft, diese und viele andere Schätze zu erhalten, und sie pflegen sie liebevoll. Wein wird in Hainfeld schon seit über 1000 Jahren angebaut. Das Weingut Klein blickt auf eine 350 Jahre alte Familientradition zurück. Gerhard Klein ist Winzermeister in der 14. Generation. Er setzt auf Qualität und hat den Betrieb immer wieder modernisiert. Nach über 20 Jahren hat er vor kurzem Kommando und Verantwortung weitergegeben. Jetzt bewirtschaftet Sohn Peter mit seiner Schwester Barbara das Weingut. Der jugendliche Seniorchef hat uns eingeladen, sein Lieblingsplätzl kennenzulernen. Mein Name ist Gerhard Klein und das hier ist mein Lieblingsplatz. Herzlich willkommen im Burweiler Altenforst. Hier eins unserer Lieblingsplätzchen am Ausgang des Modenbachtals. Wunderschön gelegen mit einer ganz tollen Rundumsicht. Wir sehen die Wallfahrtskapelle hier über Burweiler. Wir sehen Burweiler direkt am Fuße des Berges gelegen. Bei schönem Wetter hat man eine wunderschöne Rundumsicht bis in den Schwarzwald, den Odenwald. Und was auch ganz toll ist, hinter uns die Riedburg zu erreichen mit einer alten Sesselbahn. Und auch das gehört 2 bis 3 Mal im Jahr zum Programm von uns, um einfach hier unsere Region aufzunehmen, zu genießen. Ja, auch unseren Gästen, die zu uns ins Weingut kommen, präsentieren wir ganz gern unser oder mein Lieblingsplätzchen. Hier ist natürlich auch der Tisch reichlich gedeckt. Zum Essen gehört der Wein und umgekehrt. Und es ist eine schöne Sache, die zusammengehört. Und heute habe ich ein kleines Tischlein dabei mit 2 Gläsern. Ich denke, wir können uns auf was freuen. So, ich glaube, wenn wir sitzen und genießen die Landschaft, dann sollten wir auch den Riesling probieren, der hier im Altenforst wächst. Mhm, gerne. Ach, ein Riesling vom Schiefer. Mhm. Ja, wir haben hier im Altenforst sehr tiefgründige Schiefervorkommen. Und da der Riesling die Bodenstrukturen mit wesentlich schöner zeigt wie in Burgunder, ist es natürlich toll, wenn man hier in diesem Bereich alte Rieslingreben hat, die sehr filigrane, mineralische Weine erbringen. Genau das, was heute der Riesling-Fan von unseren Rieslingen verlangt. Ja, wir haben wirklich das Glück, dass wir hier trotz unserer Flurbereinigungen Bereiche erhalten haben, wie unser Modenbachtal mit ihren alten Mühlen, die Mittelmühle im Vordergrund mit wunderschönem Park- und Gartenstrukturen. Hier vor uns sehen wir dann die Burweiler Mühle zum Genießen, Gastronomie hervorragend. In den Wald, in den Pfälzerwald rein haben wir diese Bebuschung und ein wunderschönes Farbspiel, was einfach das Herz aufgehen lässt. Ja, wir sind froh, dass wir diese Landschaft heute noch so haben, denn durch die Einlagerung von Ölkavernen wäre dieser schöne Landschaftsteil dann wahrscheinlich nicht mehr so, wie er heute ist. Eine von der BP geführte Firmengruppe wollte riesige Kavernen in den Schiefer des Altenforst bauen.
Dort sollte Benzin und Kerosin für die NATO gelagert werden. Aber die Pläne provozierten Widerstand. Eine Bürgerinitiative ließ ein geologisches Gutachten erstellen und trat an die Öffentlichkeit. Viele Künstler aus der Region unterstützten den Protest. Beachtliche 15.000 Unterschriften wurden gesammelt. Und der Höhepunkt des Widerstands 1978 war, echt pfälzisch, ein großes Fest an der Burweiler Mühle. Es kamen 5.000 Menschen. Sie informierten sich und sie genossen Kunst und Musik. Ja, ich war als junger Mensch damals auch dabei und es hat mich fasziniert, welche Beteiligung seitens der Bürger, der Politiker und auch vieler Künstler da war. Und ich erinnere mich noch an die Frau Wiss mit ihren vielen, vielen Dampfnudeln, die sie für diese Teilnehmer gebacken hat. Tavernen statt Kavernen. Die 78er haben es geschafft, sich durchzusetzen und dieses Plätzchen hier zu erhalten. Ja, und darum sieht man, es ist wichtig, für eine Kulturlandschaft zu streiten, sich zusammenzusetzen und gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und so können wir heute mein Lieblingsplätzchen noch wunderschön genießen. Zum Wohl.